Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und habe hier Max Payne für iOS und zwar hier auf dem neuen iPad. Es läuft schon eine Weile, das iPad ist schon ein klein bisschen warm. Ihr könnt es aber auch auf eurem iPod Touch und auf eurem iPhone spielen. Und es wird auch bald für Android auf den Markt kommen, soweit ich weiß, am 26. April. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie man das Ganze spielt. Ihr seht ja die Grafik, die unterscheidet sich jetzt nicht sehr von dem PC-Spiel, das vor einigen Jahren auf den Markt kam. Es ist ja auch einfach nur ein Port. Aber es sieht schon ganz gut aus. Ich finde, das Spiel auf einem Tablet zu spielen, das habe ich mir vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch nicht vorstellen können. Und ich finde es auch schön, dass solche Spiele auf den Markt kommen, beziehungsweise portiert werden, da sie einfach mehr bieten als die Casual Games, wie beispielsweise Angry Birds oder Fruit Ninja. Hier haben wir eine richtig große Story. Das Spiel wird sicherlich einige Stunden Spielspaß garantieren. Und ihr seht, lässt sich auch wunderbar steuern. Ich habe es noch nicht ganz durchgezockt, also bin hier gerade mal, glaube ich, im zweiten Level, also nicht wirklich weit. Hab schon ein paar Kleinigkeiten entdeckt, die mich ein bisschen stören. Reden wir gleich drüber. Wie man läuft, ich zeige euch erstmal die Steuerung. Hier auf der linken Seite, ihr kennt es wahrscheinlich von anderen Shootern, wie beispielsweise Shadowgun. Ihr könnt hier egal wohin einfach drauf greifen und erhaltet hier so einen kleinen Analogstick, mit dem ihr dann laufen könnt. Und auf der rechten Seite ebenfalls zum Schauen. Wir haben hier einmal den Button zum Schießen. Hier oben wird uns die Munition angezeigt. Hier oben links haben wir dann den Pause-Knopf. Hier haben wir den Bullet Time, auch ein sehr wichtiges Feature bei Max Payne. Ihr könnt dann laufen, den Bullet Time aktivieren, dann springt er. Haben wir hier so einen Zeitlupe-Modus und dann könnt ihr eure Gegner platt machen. Und hier haben wir einen kleinen Hüpfknopf. Okay, laufen wir mal ein bisschen hier rum. Okay, oh, da ist noch einer. So, und wenn ihr an Objekte rangeht, haben wir hier noch ein kleines Ausrufezeichen. Da könnt ihr Türen öffnen oder vielleicht auch mal mit Leuten sprechen. Und wir sammeln hier einfach erstmal ein bisschen Munition auf. Haben auch verschiedene Waffen. Also ich habe jetzt gerade eine Schrotflinte, es gibt auch noch Berettas und soweit ich weiß auch noch einige weitere Waffen wie Maschinengewehre. Bisschen Munition aufsammeln. Das explodiert jetzt nicht. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, es hat mir auf dem PC ein bisschen mehr Spaß gemacht, da es da mir die Steuerung dort besser gefiel. Also mit der Tastatur laufen und dann einfach mit der Maus zielen und dann schießen. Das ist hier mit dem Touch, finde ich, das noch ein klein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, wenn ich jetzt schieße, kann ich mich nicht nochmal irgendwo anders hinbewegen, um dann beispielsweise bewegende Gegner zu treffen. Ich muss dann immer wieder neu ansetzen oder hier mit zwei Fingern schießen und dann geht das. Vielleicht gibt es in den Optionen aber auch hier einen Eintrag, wo man das dann ändern kann. Ja. So, Junge, folg mir mal. Du musst mir hier so eine Tür aufmachen. Hier oben seht ihr auch eure Lebensanzeige. So, wenn ihr euch hier mal beeilen würde, könnt ihr auch mal den Code eingeben. Alles klar. Oh, jetzt habe ich einen Verbündeten weniger. Jetzt zeige ich euch auch gleich nochmal den Bullet Time. Und so, wir öffnen das Ganze und hüpfen da jetzt gleich mal rein. Okay, kein Mensch mehr da.
So. Also das Spiel hat eine sehr düstere Story. Wenn ihr das schon auf dem PC gespielt habt, dann wisst ihr das auch. Ihr seht auch, ich hinke schon ein bisschen, denn meine Lebensanzeige neigt sich dem Ende zu. Ich mach's nicht mehr lang. Ihr seht, wir haben hier ein Ausrufezeichen und ihr seht, der Kopf dreht sich auch zu dem Objekt, das man betätigen kann. Also hier kriegt man einfach ein paar kleine Hilfestellungen. Ebenfalls hier. Der Zug leuchtete wie ein Weihnachtsbaum. Der Strom war wieder da. Okay. Also das war Max Payne. Hier für iOS. Das Ganze läuft dann natürlich auch auf Android. Wird aber ein paar Tage später kommen. Auf jeden Fall ein sehr kurzweiliges Spiel. Und ich finde es toll, dass solche komplexen Spiele jetzt auch langsam mal auf die Smartphones und Tablets kommen. Ich kann mir schon vorstellen, das Spiel dann auf einem 12-Stunden-Flug nach San Francisco oder irgendwo nach China durchzuspielen. Da wird es auf jeden Fall nicht so langweilig, wie immer irgendwelche verärgerten Vögel auf irgendwelche Schweine zu schießen, wie es bei Angry Birds der Fall ist. Denn das wird dann irgendwann einfach langweilig, finde ich. Also, oh, toll. Ja, passend zum Schluss jetzt.